Morgen, meine lieben Freunde. Heute, am 30. April 2017, findet wieder unsere Spargelwanderung statt. Das ist eine Wanderung zwischen Fürstadt und Lampertheim, die die beiden Gemeinden miteinander verbinden auf dem Feldweg. Dort gibt es viele Attraktionen zu sehen, es gibt viele Ausstellungen, man kann natürlich auch viel Spargelgerichte essen, ganz viele verschiedene. Man kann Erdbeeren kaufen, man kann auch einfach nur Freunde treffen. Es ist eine wirklich tolle Angelegenheit, die eigentlich jeder einmal mitmachen sollte. Und für die Menschheit, die nicht so gut zu Fuß ist oder halt mit kleineren Kindern, für die steht auch ein Shuttlebus bereit, den ihr eben schon gesehen habt und jetzt nochmal sehen werdet. Der fährt euch dann zwischen Lampertheim und Bürstadt dorthin, naja, nicht ganz wohin ihr möchtet, aber dort, wo halt die Haltestellen sind. So, und jetzt geht's auf. Bis gleich. Ja, hier wird nochmal alles den Leuten erklärt. Wen habt ihr denn so alles erklärt bekommen?
Bitte. Ja. Thank you.
Der Pflanze gut ging, dann hat sie schöne Kronen, hat viel angelegt. Wenn das nicht so gut ging, hat sie nur wenig angelegt. So, wir haben unser erstes Etappenziel erreicht. Wir sind in Lambertheim angekommen. Hier ist also von Lambertheim aus beginnend der Anfang von der Spargelwanderung. Wir persönlich werden jetzt wieder zurücklaufen, aber von hier aus hat man dann auch die Möglichkeit, mit dem Shuttlebus wieder zum Ausgangspunkt in Bürstadt zu gelangen. Oder eben andersrum, wenn man in Bürstadt ankommt von Lambertheim aus, kann man das dann auch so machen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal.